So, seit langem komme ich mal wieder dazu, einen Gewittervlog zu machen. Es hat sich herausgestellt, dass es doch relativ schwierig ist, während einer Gewitterjagd auch ständig noch so mitzufilmen, noch ein bisschen zu erklären und sowas. Manchmal ist es wirklich sehr, sehr hektisch und es gestaltet sich dann doch etwas schwierig. Auf jeden Fall, heute ist wieder ein Level 2 herausgegeben von Estopex. Es konzentriert sich überwiegend auf NRW, wo es jetzt aktuell auch schon eine Linie gegeben hat, die aus Belgien reinzieht, die ich etwas unterschätzt habe, muss ich zugeben, deswegen bin ich auch nicht hingefahren. Aber von Sturmjägerkollegen habe ich Bilder gesehen, die wirklich, wirklich richtig gut ausgesehen haben. Aber gut, hier in Rheinhessen hat es jetzt auch ausgelöst, wie ihr hinter mir sehen könnt, ist eine Zelle hochgegangen. Und will ich jetzt einfach mal schauen, wie die sich noch weiterentwickelt. Und ja, vielleicht gibt es ja hier auch noch was Gescheites. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also die Zelle sah auf dem Radar, bzw. sieht auf dem Radar noch relativ stark aus mit zwei starken Kernen, aber strukturmäßig ist hier leider Gottes nichts drin. Sie blitzt zwar auch noch ziemlich moderat, aber fotografisch gesehen ist das eher wieder mal ein Reinfall. Also wie so oft schon dieses Jahr hier. Naja, warten wir mal ab, vielleicht entwickelt sich da doch nochmal ganz gut und dann gibt es vielleicht auch noch was Gutes. Ja, so schnell kann es gehen. Eben noch gesagt, dass strukturmäßig nicht sehr viel drin ist. Und schon hat sich diese Zelle hinter mir strukturiert. Also hat jetzt einen wunderbaren Aufwindteller entwickelt und eben auch so wie es aussah, einen wirklich schönen Downburst rausgehauen. Also der sah schon wirklich, wirklich kräftig aus. Und ja, die Kamera steht, macht einen Zeitraffer. Dann könnte ich auch mal später schauen, ob die Zelle rotiert hat, ob es eine mögliche Superzelle gewesen ist. Aber wenn die sich jetzt noch weiterentwickelt, ist das wirklich, wirklich ziemlich cool. So, mal ein kurzes Update. Wir scheinen es jetzt hier tatsächlich mit einer ziemlich biestigen Superzelle zu tun zu haben. Ich konnte eben schon ein paar Bilder von dem wahnsinnig tollen Aufwindteller machen. Allerdings war ich jetzt dann doch ein bisschen zu nah dran und versuche jetzt nochmal davor zu kommen, irgendwie, wenn der Verkehr mitspielt. Aber strukturmäßig ist das genial, was ich hier eben schon gesehen habe. Das ist einfach, einfach klasse. Naja, wie gesagt, ich versuche jetzt nochmal irgendwie davor zu kommen und dann melde ich mich gleich nochmal. So, ich habe es jetzt nochmal geschafft, mich vor sie zu setzen. Allerdings nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Weil ich Schwertransport, Traktoren, Mähmaschinen, alles, was die Landwirtschaft so zu bieten hat, heute vor mir hatte. Und deswegen jetzt nicht mehr so optimal den Standort gefunden habe. Aber ich kann jetzt nochmal schön die Wallcloud-Zeitraffern und wie sich diese Zelle entwickelt hat, oh mein Gott, hätte ich nie gedacht. Aber unverhofft kommt oft, so heißt er so schön. Und es war ein wirklich erfolgreiches Chasing dann heute auf jeden Fall. Immer wenn man denkt, es geht nichts mehr, kommt von irgendwo ein Gewitter her. Oder wie war das? Ich war gerade 5 Minuten zu Hause, schaue nochmal aufs Radar und sehe, wie sich nördlich von mir nochmal eine Zelle entwickelt. Und genau vor der stehe ich jetzt gerade. Ja, heute ist hier ordentlich was los in Rheinhessen. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Deswegen, also Kamera macht wieder einen Zeitraffer. Und dann schauen wir mal weiter, wie sich die Lage vielleicht noch weiterentwickelt. Vielleicht geht ja heute Abend noch was mit Blitzen, man weiß ja nie.